Ja, das ist der Sound der Nostalgie. Der gesamte Flensburger Hafen liegt schon voll mit dicken Pötten und die laden ein zum Dampf rundum. Das heißt Volldampf überall. 19 historische Arbeitsdampfschiffe werden die Förde bevölkern und an die Blütezeit der Dampfmaschinen erinnern, zwischen 1890 und 1950. Sie wird jetzt auf der Förde wieder lebendig, wie wohl nirgendwo sonst in Europa. Alle Dampfer können sie besichtigen, auch ihn hier, den letzten noch seetüchtigen Dampfschlepper Deutschlands, den Woltmann. 1904 ist der Woltmann vom Stapel gelaufen, war schon auf einem Schrottplatz in Holland, bis ein Förderverein kam und ihn bis zur letzten Schraube liebevoll restauriert hat. Und selbst hier drin im Führerhaus ist die Lenkung unter Dampf, also die ist mit Dampf betrieben, eine Servolenkung. Und ich glaube, Herr Klatt, das ist was ganz Besonderes, oder? Ja, das gibt es nur einmal auf diesem Schleppdampfer Woltmann und nirgendwo anders. Diese besondere Lenkung hat kein anderes Schiff bekommen. Das ist eine Konstruktion, die ein Ingenieur damals 1904 entworfen hat und dann hier eingebaut hat. Also ein leichtes Lenken und ich glaube, wir können jetzt auch einfach mal leicht Vollgas geben. Wenn der Captain oben Volldampf fordert, geht's unten rund. Sven Albrecht ist der Meister der Zweifach-Expansionsdampfmaschine im Bauch des Woltmann. 240 PS bis zu 10,5 Bar. Wenn der Druck abfällt im kohlegefeuerten Zweiflammenrohr-Hochdruckdampfkessel, muss der Heizer nachlegen. 60 Kilo Kohle die Stunde. Auf größeren Dampfschiffen sind der Maschinen- und der Kesselraum ja getrennt. Hier ist das anders. Sven, du bist ja Maschinist. Warum gibt es denn überhaupt noch einen Heizer hier? Ja, der Kessel hat immer noch eine Größenordnung, wo ein Heizer erforderlich ist. Das hat man früher ab einer bestimmten Kesselgröße so gehandhabt. Oder sind Sie einfach zu faul, vielleicht selbst zu heizen? Nö, zu tun haben wir schon genug noch, ne? Dass sich das aufteilt. Okay, ich glaube, ich lege mal was nach. Halten Sie mal eben fest. Knüppeln wie zu Großvaters Zeiten. In Lütjenburg geht sogar noch weiter zurück. Woltmann hier, der macht den Shuttle-Dienst zwischen Hafen und Technologiepark. Beim Dampf rundum gibt es ja nicht nur Dampfschiffe. Rattern, zischen, dampfen. Von der Lokomotive zum historischen Lokomobil. Ab 11 Uhr dampfen sie in Flensburg am Sonnabend und Sonntag auch an Land. Also beim Dampf rundum steht wirklich die ganze Stadt unter Dampf. Und wo passen diese historischen Maschinen besser hin als vor diese herrliche alte Stadtkulisse?